Meter sind 10 Punkte oder zum Beispiel 30 Zentimeter, 100 Punkte wert. Und so 30 Zentimeter kann man schon beim Anlauf vielleicht liegen lassen, wenn man nicht genau zum Brett kommt. Anouk Vetter, erster Versuch für die Europameisterin aus den Niederlanden. Der erste Durchgang ist schon im Gang. Sarah Lager hat leider mit einem ungültigen Versuch auf Anlage A begonnen und auf Anlage B springen dann die beiden anderen Österreicherinnen, Andrea Obezhofer und Verena Breiner, die im Weitsprung etwas schlechtere Bestleistungen haben als Sarah Lager und die sind da quasi da an den Rand der Tribüne verbannt auf die Anlage B. Da wird knallhart nach Vorleistung eingeteilt, da gibt es keinen Heimvorteil für die Österreicherinnen. Sarah Lager allerdings mit einer Bestleistung von 6,31 insgesamt ist da schon unter den ganz Guten dabei. Anouk Vetter 6,11 Meter. Da muss noch etwas mehr gehen natürlich. Die Problematik, durchaus wechselnder Wind und das macht natürlich den Anlauf nicht einfach. Einige Athletinnen haben da schon ihre Probleme gehabt. Auch Andrea Obezhofer mit einem ungültigen Versuch begonnen. Der Wind hat doch von leichtem Rückenwind beim Aufwärmen zu einem, oder Gegenwind besser gesagt, zu einem Rückenwind gewechselt. Beide, klarerweise beide Anlagen gehen in dieselbe Richtung, was den Anlauf betrifft. Katharina Zachowa, die Tschechin, Bestleistung 6,51 aus dem Vorjahr. Der bisher beste Versuch, der ist von Hanne Maudens, 6,32 Meter. Und nach Zachowa kommt dann schon Nafisatu Thiam, die Vorletzte in der Startreihenfolge. Der erste Versuch ist so etwas wie der Sicherheitssprung für die meisten. Das heißt einmal anschreiben, denn man hat nur drei Durchgänge. Und wenn es da von Anfang an irgendwie hapert, ist das Ganze natürlich auch gleich ganz gefährlich. Nafi Thiam, letztes Jahr hier 6,56 Meter. Das ist nah an ihrer absoluten Bestleistung gewesen. Und jetzt geht das Unternehmen in Europarekord für sie so richtig los, für die designierte Siegerin von Götzis nach dem starken ersten Tag. Klar überlegen führende. Aber sie hat noch drei Bewerbe und die muss sie durchbringen. Und sie muss auch einmal einen gültigen Weitsprung hineinbringen. Wie gesagt, sehr punkteträchtig dieser Bewerb. Erster Versuch, Nafisatu Thiam. Der Sprung ist weit. Die Fahne, wenn sie weiß ist, ist es gültig. Wenn es rot ist, ungültig. Und die weiße Fahne geht hoch. Und damit hat sie gleich einmal wieder eine sehr starke Leistung zu Beginn gebracht. Und sie hat auch da überhaupt nichts verschenkt, kann man sagen. Knallhart hingelaufen zum Plastilin, also zu der Marke, wenn dann der Sprung ungültig wäre. Also jetzt nicht sehr viel Raum für Fehler gelassen. 6,47 Meter, das sind nur 9 cm weniger als im letzten Jahr. Sind gleich 30 Punkte, das muss man auch sagen. Aber das hat sie jetzt einmal mehr oder weniger fix und hat noch zwei Versuche, wo sie vielleicht noch nachsetzen kann. Ja, so einen Auftakt wünscht man sich natürlich. Gleich einmal so nah dran an der Bestleistung. Letzte, die drankommt, ist Erika Bugert, die zweite in der Gesamtwertung. Muss sich dagegen Jörgelis Rodriguez und Anouk Vetter distanzieren, denn Bugert ist dann im Speerwurf in der nächsten Disziplin deutlich schlechter als die anderen. Also es wäre recht, im Vorsprung, den Vorsprung gegenüber den anderen noch im Weitsprung auszubauen. 6,36 Meter in Sacramento letztes Jahr. Das wird nicht ganz hinkommen, schätze ich einmal. Aber ein gültiger Versuch für die 25-jährige Amerikanerin. Eigentlich den Balken sehr gut getroffen. Nicht viel übergelassen an Raum. Also für den ersten Versuch eigentlich alles ganz gut für die Athletin aus Memphis, Tennessee. Aber wie anfangs der Eindruck auch war, mit 6,15 Metern ist sie okay, aber natürlich noch nicht top eingestiegen. Krizadeko eröffnet jetzt schon Durchgang 2 auf Anlage A.
Rekord im ersten Versuch ungültig. Also da ist jetzt dann natürlich schon die Nervenanspannung größer und vor allem, wenn man dann so wie die Estin auch den zweiten gnadenlos übertritt, dann bleibt ja in Wahrheit nur mehr ein Versuch, sicher ein Zitterversuch, um überhaupt diesen Siebenkampf zu beenden. Denn 0 Punkte im Weitsprung ist gleich, dann kann man den Tag auch gleich wieder sein lassen. Nächstes Sarah Lager, auch sie hat einen ungültigen im ersten Versuch. Wir schauen auf die Anlage B hinüber zu Verena Breiner, die ihren ersten Versuch auch gerade absolviert hat. Auch da gilt, einmal gut einsteigen, anschreiben, punkten. Und der war richtig gut. Verena Breiner hat noch nie 6 Meter übersprungen im Weitsprung. 5,84 in ihrem besten Siebenkampf. Gültig ist der Versuch auf jeden Fall und er geht auf 5,99 Meter und das ist einmal ein sehr guter, erfreulicher Einstieg. Schon Bestleistung. Der Wunsch ist natürlich, dass da vorne vielleicht auch noch ein Sechser im Ergebnis steht. Und jetzt Sarah Lager, Daumen drücken, ganz wichtig für sie. Brauchen wir auch einmal einen in der Wertung. Der war gültig, ja, kurzes Zögern noch, aber der Wertungsrichter zeigt das Ganze an. Ja, sie hat da jetzt vielleicht ein bisschen investiert, aber das ist nicht schlecht. Den Balken hat sie getroffen. Sarah Lager schon Staatsmeisterin im Weitsprung gewesen in Kapfenberg. Damals 6,31 Meter gesprungen. Da hat sie sogar die starke Weitspringerin Ivona Tadic besiegt. Rückenwind 2,6 Meter pro Sekunde. Das ist recht viel. Und sie hat das gut gemeistert. 6 Meter, 1 Zentimeter. Damit haben wir auch bei ihr mal einen Wert im Ergebnis stehen. Leider 2 Fehlversuche gibt es bei Andrea Opetzhofer. Die muss jetzt dann auch schon aufpassen. Also das ist jetzt ein delikater Wettkampf natürlich bei den unterschiedlichen Windbedingungen. Es wechselt doch deutlich von Athletin zu Athletin. Marte Koala aus Burkina Faso. 6 Meter, 6 Zentimeter für die Gesamt 18. Hat aber auch weit hinein Richtung Balken. Eine knappe Entscheidung, aber hat gereicht für einen gültigen Versuch. Damit könnte es zu einer Verbesserung kommen. Ja, den hat sie praktisch perfekt erwischt. Das ist dann natürlich die Möglichkeit. Wenn der erste schon einmal geklappt hat, kann man mit Versuch 2 und 3 nicht planlos, aber doch riskanter vorgehen. 6,37 Meter ist das Ergebnis dann und damit eine persönliche Verbesserung für Marte Koala. Sowas wäre jetzt auch schön für Verena Breiner, die sich da auch noch die Unterstützung von der Tribüne holt. 2. Versuch für die Oberösterreicherin. Der Wind scheint jetzt ruhig zu sein. Ja, gut erwischt. Oh, da geht die Fahne hoch. Hätte ich jetzt einmal aus der Ferne gesagt, den hat sie getroffen. Ja, wird dann noch angeboten, ob sie sich das anschauen will. Aber dann war das eine knappe Geschichte, meiner Meinung nach. Na schade, ungültig jedenfalls. So oder so, egal wie viel. Und Jagelis Rodriguez, die gesamt dritte. Mit 5,97 Meter blieb sie im ersten Versuch auch noch etwas hinter ihrem Leistungsvermögen. Rodriguez mit Sperrwurfguthaben gegenüber Bugert, aber Nachteil gegenüber Vetter. Also wenn man da jetzt schon an die Podestplätze denkt, 2 und 3 ist jeder Zentimeter wichtig. 6,25 Meter Rodriguez damit so gut wie genau bei ihrem besten Weitsprung im Rahmen eines Siebenkampfs. So, Wolfgang Adler hier mit Verena Breiner und den Gesprächen vor dem letzten Versuch.
Ja, ich glaube, der Versuch war wirklich gut technisch, um den Hauch übertreten. Ganz wichtig hier noch einmal sofort die Analyse und die Verbesserung für den letzten Sprung zu finden. Dann geht es noch ein Stück weiter vielleicht. 5,99 hat sie fix. So, Elisabeth Felix Boyer, erster Versuch ungültig. Ui, der war weit drüber. Ja, das ist bei den technischen Bewerben natürlich immer das Problem. Wenn es von Anfang an heikel ist und nicht klappt, dann verlieren die Athletinnen natürlich auch das Vertrauen in ihre Marke, die sie da rechts und links der Bahn hinsetzen, die den Anfang des Anlaufes markiert, den man sich selbst ausmisst mit den Schritten, mit den Windverhältnissen eben auch. Sich da glatt drüber gestiegen. Zweiter Fehlversuch. Überhaupt ein Mehrkampf, der für die Athletin aus Puerto Rico nicht nach Wunsch verläuft. Auch schon am ersten Tag. So, die nächste, die dran ist, ist Lucia Wadlech, Ehefrau von Jakob Wadlech, dem Vizeweltmeister im Speerwurf. Am letzten Herbst geheiratet, sie ist die Rekordhalterin der Slowakei seit letztem Jahr. 6.103 Punkte und sie ist ganz gut auf Kurs nach dem ersten Tag. Weitsprung, Bestleistung 6.31. Hat sie jetzt investiert in den Absprung. Der erste war schon 6,15. Ja, und da gibt es jetzt eine Steigerung für die Slowakin auf 6,33 Meter. Sehr guter zweiter Versuch und in Anbetracht des Abstandes dann noch am Balken wäre natürlich noch viel mehr drin gewesen. Wir sehen den Wind anhand der roten Fahne, der wird deutlich stärker, ist jetzt wieder ziemlich massiver Rückenwind. Schön, dass er antreibt, aber wenn er zu viel ist, eben dann treibt er hinein in die Ungültigkeitszone. Ist jetzt eine der ganz Jungen, die 19-jährige Ukraine, Alina Zhuk, auch schon 6,33 weit gesprungen. Sie hat den ersten nicht optimal erwischt mit 5,86 und auch der zweite war jetzt zwar gültig, aber ziemlich ungenau, was den Absprung betrifft. Aber natürlich eine der kommenden Athletinnen, die Junioren-Europameisterin aus dem Vorjahr von Grosseto. 5,95 Meter. Und wenn wir schon diese 19-Jährigen ansprechen, muss man natürlich auch Adriana Rodriguez erwähnen, die vor zwei Jahren Junioren-WM-Zweite war hinter Sarah Lager. Die hat gerade mit einem Riesensprung auf Anlage B auf 6,45 Meter überzeugt. Und da kriegen wir ihn jetzt auch zugespielt und damit eine fantastische Steigerung hingelegt. Sie liegt auf Rang 5 in der Gesamtwertung, hat noch nie 6.000 Punkte geschafft. Also die macht hier einen Riesenwettkampf, die zweite Kubanerin. Damit wieder hinüber auf Anlage A und zu Hanne Maudens. Starke 6,32 schon im ersten. Jetzt ungültig. Auch Maudens kämpft um einen Top-10-Platz, die Belgierin. Im Bereich von Verena Breiner am Weg. Also so 6.200 plus. Auf jeden Fall auf Bestleistungskurs. Auch wenn der jetzt nicht geklappt hat. So, jetzt geht es wieder um die absoluten Spitzenplätze in der Gesamtwertung. Für Anouk Vetter, die vor allem dann im Speerwurf kräftig punkten sollte.
Aktuell Gesamtvierte. Erster Versuch 6,11 Meter ist schon okay für die 25-jährige Niederländerin, aber mehr als 6,30 Meter hat sie auch schon gezeigt bei ihren besten Mehrkämpfen. Beim EM-Titel vor 2 Jahren waren es übrigens sogar 6,38. Das war ihr Top-Wert. Zweiter gültiger Versuch, aber auch hier wieder einiges liegen geblieben am Holzbrett. Für Anouk Vetter 6,11 Meter im ersten Versuch, wohl die weiterhin höchste Wertung, genau, die 6,06 Meter knapp zurück. So, jetzt kommt dann die Tschechin Čachová und dann Nafisa Tuthiam. Und auf der Anlage B beginnt der dritte Durchgang wieder mit Andrea Obetshofer und dem Pflichtsprung. 2 Fehlversuche. Jetzt braucht sie Punkte. Ja, der muss gültig sein. Nein, das gibt's nicht. Wieder ungültig. Es täuscht leider. Aus meiner Sicht war das wieder, so wie vorher bei Verena Breiner, eigentlich ein Sprung, der passt. Ja, zeigt ja der Wertungsrichter auch an. Auch dünn, aber es nützt nichts. Das Plastilin ist nicht zu täuschen. Wenn da ein Abdruck drauf ist, dann ist das gnadenlos. Und Andrea Obetshofer muss jetzt gerade leider zur Kenntnis nehmen, dass sie 3 ungültige Versuche hat und damit die Hoffnung auf den Bestwert und damit auch das Limit für Finnland für die Junioren-WM hier in Götzis nicht erbracht werden kann. Schade für die Tirolerin, die wirklich so gut unterwegs war. Das ist bitter. Und diese Punkte kannst du natürlich nicht mehr aufholen. Da geht es um fast 1000 Punkte in einem Bewerb. Das ist, wenn sie überhaupt noch weitermacht, nur noch ein Training. Ja, schade, schade für die eine Österreicherin. Die anderen beiden, die haben schon gute Leistungen stehen vor dem letzten Versuch. So, Katarina Čachová, sehr gut im zweiten. 6,37 Meter die Tschechin. Nah dran an der Bestleistung. Aber jetzt Achtung. Wir sind wieder bei Nafisa Tuthiam. 6,47 Meter im ersten Versuch. Sie führt in dieser Disziplin, aber das ist nur die Nebensache. Es geht darum, den Europarekord näher und näher zu kommen. Achtung, zweiter Versuch für die Belgierin. Wieder gut. Sie ist so fokussiert und gleichzeitig locker. Bei der schaut das einfach problemlos aus und sie trifft wieder relativ gut hin. Im ersten Versuch war sie gar noch näher dran am Plastilin. Aber unglaublicher Speed, unglaubliche Sprungkraft kombiniert führt zu einem Wahnsinnssatz. Gleich werden Sie es sehen, liebe Zuschauer. Im 5. Bewerb, der 3. persönliche Rekord für die 7000 Punkte Athletin Nafisa Tuthiam, 6,62 Meter. Und auch wenn es nur ein paar Zentimeter mehr sind als letztes Jahr, das sind fast 20 Punkte zusätzlich. Und Anfang des Tages haben wir es auch von Konrad Lerch gehört. Sie muss schon was drauflegen, so wahnsinnig das ist bei diesen großen Werten, denn sie hat einen unfassbaren Speerwurf gezeigt letztes Jahr. Auch der Pfeilsprung war exquisit und den hat sie jetzt noch einmal gesteigert. Und sie hat, wenn sie will, noch einen 3. Versuch. Jedenfalls schon 6,62 Meter, neuer persönlicher Rekord für Nafisa Tuthiam. Im 2. Durchgang auf der Anlage A schließt Erika Bugard ab. Der war auch sehr weit, der war auch sehr weit raus aus dem Sandkasten. Dann kommt die Fahne hoch und sie ist weiß.
Bogarts Bestleistung, 6,36 in Sacramento, aber schon einmal 6,59 Meter gesprungen. Und ich vermute mal, der geht in Richtung 6,5 Meter, der Sprung. Ist leider da aus meiner Position schwer zu beurteilen, aus der Schrägsicht. Aber wir werden es ohnehin gleich auf der Anzeigetafel sehen. Mischt sie damit um den Disziplinensieg mit Nafisa Tuti ab. Und wie, liebe Zuschauer, 6,62 Meter Gleichstand. Oft ist dieser Weitsprung ein Hochkaräter in Götzis. Ich dachte, wegen des Windes kann es heuer ein bisschen weniger hochklassig sein. Hab mich getäuscht. Jetzt Daumen drücken. Verena Breiner ist dran. Der zweite war gut, aber ungültig. Der erste war okay. 5,99 Meter. Aber jetzt, komm, mach den 6-Meter-Sprung. Laut Trainer Wolfgang Gadler hat sie das drauf. Ah, jetzt hat sie investiert am Absprung. Der war deswegen auch klar gültig. Es wird wieder so an die 6 Meter sein. Er hat es voll durchgezogen, aber das Brett nicht getroffen. Also in der Theorie war die Sprungleistung wahrscheinlich 20 cm besser, aber Verena Breiner schreibt mit 6,08 Meter an und damit endlich einmal auch in einem Mehrkampf. 6 Meter übertroffen, Gratulation, und sie verbessert sich gegenüber Büttgosch, gegenüber ihrem eigenen Bestwert, um sage und schreibe 73 Punkte. Und damit ist Verena Breiner jetzt einmal, wenn ich die nächsten beiden Leistungen hernehme, die sie imstande ist zu bringen, nicht sehr weit weg vom österreichischen Rekord von Ivona Dadic. Den darf man nicht erwarten, aber weit weg ist sie nicht. So ähnlich wie Andrea Oberzofer geht es auch. Greza Deko, die Estin, ist mit drei Fehlversuchen draußen. Sarah Lager hat zum Glück den zweiten auf 6,01 Meter gebracht. Kann jetzt noch einmal voll angreifen. Ja, der war ungültig. Klar ist, die Kärntnerin kann 30 cm weiter springen. Das wären wahnsinnig viele Punkte. Aber auch die 6,01 Meter sind absolut in Ordnung. Verliert er zwar 60 Punkte gegenüber der Leistung in Grosseto. Damit ist sie wieder eher im Bereich ihrer Bestleistung angekommen. Also hat den Vorsprung sozusagen verspielt. Gültiger Versuch von Annie Kunz. Ja, noch einmal kurz der Blick auf die Leistung der Österreicherinnen. Leider Andrea Obezhofer punktelos mit drei Fehlversuchen mehr oder weniger ausgeschieden. Sarah Lager liegt eben noch deutlich über 6.000. Bei ihr geht es ja darum, dass sie etwas vorlegt, auch wenn die Junioren-WM ihr Saison-Highlight ist. Wäre natürlich schön, wenn sie als Dritte nach Berlin fährt. Das gilt aber auch für Karin Strametz, die Steirerin, die wird es dann versuchen, die Leistung von Sarah Lager zu übertreffen im Fernduell sozusagen, wenn sie dann ihren ersten Mehrkampf bestreitet. Starker Wettkampf von Mate Koala, 6,37 Meter schon im zweiten Versuch. Dabei bleibt es auch. Denn der war klar übertreten. Wie gesagt, der Weitsprung und auch der dann folgende Speerwurf, diese beiden Disziplinen, können das Gesamtklassement noch einmal so richtig durcheinander wirbeln. Und gerade ab den Plätzen 5, 6 sind die Abstände innerhalb der Athletinnen sehr, sehr knapp. Gilt auch bei Verena Breiner, die mit einem feinen Weitsprung vielleicht Platz 7 halten kann oder sogar ein wenig aufrücken kann. Schafft sie hier die Top 10, dann ist das ein fantastisches Ergebnis. So,
Jürgelis Rodriguez, letzter Versuch. 6,25 entspricht schon ihrem Leistungsvermögen. Hat aber gegen der zweiten Erika Bugert da doch 120 Punkte verloren, wenn es so bleibt. Der Sprung war ausgezeichnet und er war auch gültig. Ja, nicht nur ausgezeichneter Sprung, sondern auch ausgezeichnetes Timing beim Anlauf. Näher kann sie nicht hin und mal schauen, was da rausschaut. Schaut nach einer persönlichen Bestleistung aus für Rodriguez und wie von 6,25 Meter fliegt sie auf 6,58 Meter. Und damit schaut die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Jetzt hat sie Erika Bugert den Kampf angesagt. Großartig. Da ist auch die Freude, auch die zweite. Adriana Rodriguez ist an ihrer Seite. Zwei Kubanerinnen nicht verwandt miteinander, gleicher Name und beide mit großartigen Weitsprüngen. So, Felix Boyer zweimal übertreten. Ja, Gott sei Dank. Sie ist die Erste, die sich nach zwei Fehlversuchen rettet mit einem gültigen.
Lina Schock bleibt bei ihren 5,95 Bestleistung für den heutigen Tag. Büßt da mehr als 100 Punkte ein. Sie hat in ihrem besten Siebenkampf schon fast 6.400 Punkte gemacht, die 19-Jährige. Hat ihr den Junioren-EM-Titel eingebracht letztes Jahr. Und wenn man da schaut, jetzt gegenüber Sarah Lagger, die sie damals besiegt hat, ja, liegt die Kärntnerin 100 Punkte vor der Ukrainerin. Und das ist ein erfreuliches Zwischenergebnis. Anne Maudens. Zaghafter Applaus von der Tribüne. Erst wenn dann der Versuch gültig gegeben wird, kann man sich natürlich so richtig freuen. Das ist im Falle von Hanne Maudens gelungen. 6,32 Meter im ersten, dann ungültig. Die Belgierin wird sich mit einer kleinen Steigerung noch auf 6,36 Meter doch im Gesamtklassement wesentlich verbessern. War Elfte, jetzt ist sie Siebente. Fehlen noch vier Sprünge. Anouk Vetter liegt mit 6,11 Meter an achter Stelle im reinen Weitsprung der Gruppe A. In der Gesamtwertung würde die Niederländerin jetzt auf Rang 5 abrutschen. Vor ihrer Spezialdisziplin Speerwurf. Ja, geht nochmal aufs Ganze im letzten Versuch. Voll durchgezogen. Voll aufgegangen, zumindest einmal gültig. Ihr gefällt es nicht. Ja. Hat alles riskiert, also da kann sie sich einmal punkto Anlauf nichts vorwerfen. Anouk Vetter braucht schon noch so fast 30 cm dazu. Es sind 14 dazu und damit 6,25 Meter. Wer weiß, was das wert ist. In der Endabrechnung. Zumindest hat sich Vetter da mal gleich wieder einen Platz in der Gesamtwertung zurückgeholt, ist Vierte. Da wird eine ganz spannende Geschichte im Duell sozusagen oder im Match um Rang 1 in der Wertung ohne Nafi Thiam. Bei der kann fast nichts mehr schief gehen. Die drei werden wir noch sehen. Sachowa, Lieder und Bugard. Nafis Atutiam, Lieder-Trikot als die Beste der Welt. Tschechien hat sich auf Rang 6 verbessert durch gute 6,37 Meter. Dabei bleibt es auch. Aktuell würde Verena Breiner, und das wird sich auch nicht mehr ändern, denn es kommen nur noch die zwei Besten in der Gesamtwertung, Neunte sein. Da geht im Speerwurf dann schon noch einmal was nach vorne, planmäßig. Und Verena Breiner ist auch eine exzellente 800-Meter-Läuferin. Also ich würde mal sagen, ein Top-6-Rang in der Gesamtwertung ist absolut möglich, und das wäre bei dem Feld hier in Götzis für die Oberösterreicherin eine weitere gewaltige Leistung. 6,47 Meter im ersten, 6,62 Meter im zweiten. Nafis Atutiam kann eigentlich jetzt auch voll riskieren. Sie ist schon längst wieder im Plus. Ja, der wird jetzt nichts mehr. Aber was soll's? Sie hat mit einem Guthaben auf den Europarekord und damit auch auf ihren persönlichen Rekord den Tag begonnen, und sie hat noch einmal 19 Punkte draufgelegt. Der ist geschenkt.
der Versuch. Und jetzt noch eine dritte Chance für Erika Bogart. Sie ist drauf und dran, die zweiterfolgreichste Siebenkämpferin in der Geschichte dieses Sports zu werden. Und damit auch die beste Europäerin. Jackie Joyner-Kersee, die ist mehr als 200 Punkte weg. Das ist eine komplett andere Dimension gewesen. Die US-Amerikanerin mit ihrem Weltrekord. Aber Carolina Klüff, das ist schon eine extrem herausragende Athletin gewesen, die auch hier in Götzis fünfmal in Folge gewonnen hat. Die könnte von Nafi Thiam abgelöst werden als Zweitbeste in der Geschichte. Beeindruckend die Leistung von Erika Bogart bisher hier. Zentimeter gleich mit Nafi Thiam, den besseren zweiten Versuch hat die Belgierin. Mit 6,47 Meter. Wenn Bogart diese Weite schafft, dann holt sie sich zumindest den Disziplinensieg. Ja, 6,38 Meter, tolle Serie, aber es wird ein sehr guter zweiter Disziplinenplatz und damit auch ein zweiter Platz in der Gesamtwertung für Bogart. Da ist jetzt die große Frage, wie viel verliert sie im Speerwurf, denn da ist sie eine 40-Meter-Werferin. Sie hat nur 50 Punkte Guthaben auf Jorgelis Rodriguez. Anouk Vetter wird massiv aufholen im Speerwurf. Und unter den Vieren wird es wohl um die Top-3-Plätze gehen. Weitsprung ist beendet und Nafi Thiam Punkte gleich mit Bogart. Die Beste. Auch Jorgelis und Adriane Rodriguez, die beiden Kubanerinnen, mit einer tollen Steigerung. Marte Koala und Zachova sowie Hanne Maudens. Das alles über 6,30 Meter ist richtig gut. Anouk Vetter hat sich da auch noch in die Top 10 hineingehievt mit dem letzten Versuch. Wichtig für die Niederländerin in der Gesamtwertung. Aus österreichischer Sicht zwei erfreuliche und ein unerfreuliches Ergebnis. Verena Breiner, Bestleistung 6,8 Meter. Ganz stark. Sarah Lager 6,01 Meter. Sagen wir mal gut. Die Kärntnerin kann mehr und leider unter den beiden, die keine gültige Weite geschafft haben, auch Andrea Obetshofer. Und damit leider für die Tirolerin der Wettkampf in der fünften Disziplin daneben gesprungen. Gesamtwertung 5.158 Punkte. Thiam hat sich jetzt schon mehr als 50 Punkte Guthaben gegenüber dem Europarekord gesichert. Die wird sie brauchen für den Speerwurf. Erika Bogart hält da noch immer exzellent mit. Jorgelis Rodriguez auch. Anouk Vetter nicht abschreiben, denn die hat einen gewaltigen Speerwurf drauf. Und Sarah Lager immer auch noch ganz gut als 17. und Verena Breiner, habe ich Ihnen jetzt nicht gesagt, als 9. vorher schon erwähnt. Bei der bin ich gespannt, was sie im Speerwurf hinbringt. Breiner hat da ein bisschen was umgebaut, umgestellt. Das wird sich heute zeigen, ob diese Umstellung sogar Früchte trägt, relativ früh. Und dann ist ganz viel möglich für die Oberösterreicherin. Jetzt auf jeden Fall schon persönliche Bestleistung. So gut wie sicher.